So, was geht, liebe Shisha-Freunde? Wir sitzen hier heute bei dem lieben Angelo auf der Couch mit einer Pfeife an. Warum, fragt ihr euch jetzt? Das erklärt einmal Angelo. Oh, dankeschön. Ja, neben Angelo heiße ich übrigens auch noch der Arminio auf YouTube. Da habe ich einen Kanal, auf dem ich Arminia-Sachen behandle. Stört gerade ein bisschen, glaube ich. Wir haben nämlich gerade so einen Arminia-Quiz aufgenommen und der verloren hat, der die wenigsten Punkte hat, muss jetzt hier einen wunderschönen Tabak rauchen, aber ich glaube, das erklärt euch Niklas gleich lieber. Ja, genau. So, also checkt auf jeden Fall seine Seite ab, der Arminia-Tuber. Einige hier Bestrafung, ich habe leider verloren, könnt ihr aber in dem Video nachsehen, also wir wollten eigentlich den Pharma rauchen, aber leider ist er zurzeit nicht so wirklich verfügbar. Dementsprechend mussten wir jetzt ein bisschen ausweichen. Und deswegen haben wir hier, ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Von Who Can die Minzsteine, die als Ersatz für Minze hier gelten. Auf die Idee kam ich, das jetzt, sag ich mal, als Bestrafung zu nehmen, weil es war nicht wieso, das sind doch Minzersatzsteine. Bei der Shisha-WG, die haben nämlich das Ganze ein bisschen vorgestellt, könnt ihr euch auch nochmal angucken. Haben leider zu viel in dem Einkauf, zu viele Minzsteine reingehauen, somit dass der Koffer dem Whip war und ja, halt kacke, ne? Und das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben, also der Hersteller sagt ja 3 bis 5 Steine da rein. Das Ganze haben wir jetzt ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie viel wir reingemacht haben, 8 bis 10 ungefähr. Ja, auch 8 bis 10 Steine. Ja. Dazu rauchen wir noch Lemon Fresh, also auch nochmal einen Tabak mit viel Minze. Und was war das andere nochmal? Steht da. Genau, Cold Lady von 7 Days, also ein bisschen Erdbeer. Genau, das Ganze steht jetzt schon ein paar Minuten und ich als Verlierer muss das ganze Ding anrauchen, mal gucken, ob nicht nur der Kopf gerührt ist, sondern ich auch danach. Also, ja, seid gespannt. Wie denn sind wir denn hier? Ja, viel Spaß auf jeden Fall. Was klar. Ja. Geht ja? Ja. Okay. Also, der ist schon gut vorgeheizt. Wir haben jetzt ein paar Minuten gewartet. Also, der ist schon gut vorgeheizt, der Tabak. Ist minzig, sagen wir mal so. Ist minzig. Ich bin nicht so gut auf. Noch eins. Komm mal richtig. Also, jetzt mal zum Verstehen. Nicht paffen. Jetzt mal ruhig. Jetzt mal zum Verstehen. Wenn man das übertreibt, ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal Dark Soul geraucht habt, aber wer das mal gemacht hat, der weiß auch jedenfalls ungefähr, wenn du da so 10 Steine reinkannst und dann noch einen mitzigen Tabak raus, was das so. Also, das gefriert echt die Lunge ein. Auch noch ein bisschen weiter, Ruhe. So, einen gönne ich mir noch, dann gebe ich mal weiter hier. Einen nur. Wie wir sehen, findest du den sehr lecker. Also geschmacklich, man schmeckt so ein bisschen den 7 Days raus und auch im Hintergrund so ein bisschen die Lemon-Note. Aber ich sag mal, so im Vordergrund ist wirklich eine Minze, also nicht ganz kalt. Also ist ein bisschen Minze auch, ne? Ein bisschen. Probier mal, Alter. Gott, Gott, Gott. Neben Videos schneiden kann ich auch noch gut verrecken. Boah, Alter, der ist hart, ey. Der ist richtig whip, ey. Boah, der ist fucking hart, ey. Obwohl wir gar nicht mal so viele Steine drin sind. Sollten wir mal eine Kohle runternehmen? Ich glaube, der ist schon. Also, ich dachte so. Der sieht ja nach Kohle. Nein, der ist gut kohlemäßig. Aber. Also der zweite Zug geht, danach wird's mir echt beschissen. Also ich habe jetzt schon 10 Tage Zähne geputzt. Das lässt. Oh, also, wenn klar. die Zähne putzen möchte, dann ist er, glaube ich, perfekt. Frischer Atem müssen wir, Dennis. Oh ja. Ui. Weitergeben. Das ist wie 10 Packungen Airways auf einmal. Was ist eigentlich unser Plan? Ja, ein paar Tränen im Auge. Uiui. Alter, ich habe mir die Kacke ins Gesicht geschmiert, ey. Mein Auge brennt. Der ist übrigens rüber, also. Schade mit Tabak. Alter, Junge. Boah.
Okay, der ist intensiv. Für die der macht einfach nie mehr krank. Also, wenn ihr, weiß ich nicht, Allergie, wie nennt man das nochmal, Erkältezeit? Wenn ihr Erkältezeit gehört euch die Mische. Gehört euch die Mische. Gehört euch das, das ist so krank. Das schüttet sogar Corona ab. Ich finde den super geil. Ich weiß nicht, was ihr habt, seid ihr Luschi? Ja. Bist du Muschi, oder? Muschi, so. Also, ihr könnt es auch probieren, der ist echt, das ist, also, das ist hier Tabakverschwendung hoch 10, aber naja, was willst du auch machen, ne? Das ist eigentlich richtig gut. Im Sommer. Morgens auf dem Balkon. Ja, die Fresse, ey. Ich muss ja sagen, die Shisha, der hat ja den ganzen Kopf voll gemacht mit den Steinen. Wenn man verschlafen hat und dringend einen Termin hat, dann kann er mal rausgenommen. Dann bist du waschbar. Boah, muss ja sagen, die Shisha, der hat den Kopf mit Steinen voll gemacht. Dann schaffst du die halbe Stunde. Selbst nicht mit 8 Steinen kann man den nicht rauchen, ey. Das ist so. Also, ich habe den gestern, wie gesagt, mit Nameless geraucht, habe da 3 Steine reingeknallt und der hat schon geballert. Also, der war schon so, wie ich sage, sehr blöd. Ja, klar. Das dann nicht so gierig dran ziehen, aber wenn du langsam dran ziehst, dann ist das eigentlich. Also man merkt, man hat einen leichten Geschmack, aber das ist einfach so, weiß ich nicht, für mich ist das einfach nur bar. Das ist einfach nur Minze pur und das ist einfach nur, weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Idioten da draußen, die das rauchen. Als würde man nur Minze rauchen, ne? Das ist eklig. Ich seh durch. Naja, Code Def. Oder soll ich meine Kohle machen? Code Def gibt's ja auch, dass da welche den ganzen Kopf von rauchen. Ach, komm, nur die Atmung. Komm mal Kohle runter, sonst gucken wir mal, ob das vielleicht mit der Feuerhitze auch. Ja, das hat das hatten wir letztes Mal auch. Da haben wir auch eine Kohle runter. Ne? So, das ist irgendwie schon wieder ein Bild. Unverschämt. Ich bin nicht mit der Katze. Muss ich wieder. Das ist so süß. Ich hab dich auf jeden Fall rausgekattet. Nee, Moki, ich nehme erstmal ein Zügchen. Ja, Mann, das war schnell! Meine Minze geraucht. Also, ich werde euch was sagen, wenn wir das heute oder keine Ahnung, wann hochladen, ich weiß nicht, wann Dennis das fertig hat, ich würde auf jeden Fall nachher mal ein richtiges Köpfchen gönnen. Also, ohne Dreck, Alter. Also, ich meine, als Minzersatz ist geil, so, weißt du, wenn du keinen Minztabak hast, du haust du 3 Steine rein, dann bockt das bestimmt, ne? Aber so, jetzt nur diese Kacke da rauchen, ey, das ist so bescheuert wie Hude. Den gibt's aber ja, lass uns doch mal links. Ja, Pool! Oder einen neuen Kopf fertig machen, das würde ich wirklich nicht rausgönnen. Einen neuen Kopf fertig. Ja. Das damit auch ein Video haben, das mit dem Pool, Alter. Was soll denn das Ding, Alter? Voll der Pool, der befummelte Tabak. Er streichelt die. Der muss auch geliebt werden, der Tabak muss geliebt werden. Der Tabak muss geliebt werden. Das ist doch. Liebe Leute, also wenn das aber im Video drin sein sollte. Wenn ihr den Kopf von Dennis raucht, der ist hinter die Folge von SpongeBob, wo er die Burger, so eine gute Nachtgeschichte und so, und die Smileys raucht, kennt ihr das nicht? Wie liest er die Burger so? Ich kenne ihn, ja. Jedenfalls, so macht Dennis sein Köpfchen. Er macht, bereitet ihn abends mal vor, er erzählt eine gute Nachtgeschichte, dann schläft der Tabak, dann ist er, wenn er ausgeschlafen ist, Tabak geraucht, dann schmeckt er viel besser. Ne? Ja, er raucht wie Hulle und dann schmeckt er richtig geil. So muss das sein. Das so wie SpongeBob seine Burger brät, genau so mache ich die Burger. Weil er noch 10 Minuten die Hulle oder die Scheiße. So richtig Chateau-mäßig. Ja, richtig lecker ist das. Ja, richtig schmackhaft. Kommt mir gerade irgendwie voll. Also das ist voll geil, was hier draufsteht. Beim Verzehr der Intensity Dampfsteine bitte einen Arzt kontaktieren. Darüber hinaus bitte darüber nachdenken, warum du Dampfsteine isst. Was? Das steht ja jetzt auch drauf. Das steht ja jetzt auch drauf. Also Dampfsteine nicht essen, wenn man. So, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, ich kann euch die Steine nur empfehlen. Raucht sie aber nicht nur, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, weil das nicht geil ist. So empfehlenswert sind 3 bis 5 und keine 8 Steine, so wie wir es gemacht haben. Gesundheitlich wahrscheinlich auch nicht ganz unbedingt. Man sollte das vielleicht auch nicht essen. Essen auf gar keinen Fall. Ja, wie gesagt, aber wir können euch die halt nur empfehlen. Ja, schreibt in die Kommentare, ob ihr die habt, ob ihr sie euch holen würdet und welche Erfahrungen ihr mit solchen Steinen schon mal gemacht habt. Und damit erstmal Dankeschön an Angelo für das nette Video heute. Ja, das sehr gerne. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch, dass ihr bei mir im Video mit dabei wart. Checkt auf jeden Fall das erste Video ab. Also bis, ist ja unten verlinkt. Ja. Genau. Und damit bis nächstes Mal.